Wir haben ganz aktuell Netflix. Da kamen heute Nacht die Zahlen rein, nach Börsenschluss. Und da hatten wir, können wir ganz kurz mal hinschauen, auch da schwenken wir mal kurz rüber auf den Chart. Netflix hier aktuell minus 30% an einem einzigen Tag, ne, nachdem die ja schon seit Ende letzten Jahres nicht so ganz doll abgeschnitten haben. Die kommen von 700 Dollar in der Spitze, das war im Herbst letzten Jahres noch, und stehen jetzt bei 200. Also das ist nicht mal mehr ein Drittel dessen, was die noch vor wenigen Monaten gekostet haben. Und ich habe in den letzten 2 Jahren immer wieder. Netflix war ja einer der ganz großen Tech-Konzerne, ne, wo man gesagt hat, ja, Netflix, die gehören zu den großen 5, 6 Konzernen, die man haben muss. Und wir sind ja bei all denen investiert, außer bei Netflix. Bei Netflix habe ich nie investiert, weil ich gesagt habe, nee, die Bilanz ist so übel. Die anderen Konzerne verdienen gutes Geld, haben hohe Wachstumsraten. Das war bei Netflix nicht der Fall. Zumindest, wenn man tiefer reingeschaut hat in die Bilanz. Man hat zwar, die haben zwar Gewinne ausgewiesen und hohe Wachstumsraten gehabt, aber diese Gewinne waren nur auf dem Papier erstmal da. Hat man sich den freien Cashflow angeschaut, das, was wir uns ja hier auf Cashkurs immer wieder anschauen, Sie erinnern sich an das Thema, das, was für den Aktionär wirklich am Ende des Jahres übrig bleibt, ja, da war nicht viel übrig, ganz im Gegenteil, da haben die seit Jahren, seit es diese gibt, haben die nur Verluste produziert, nur negativen Cashflow, also permanent Geld verbrannt, natürlich klar, mit der Masse an Filmen, die sie und Serien, die sie produzieren, zu unglaublich hohen Kosten, sehr, sehr viel Geld ins Marketing, in den Vertrieb gesteckt haben, sich dadurch natürlich viele Abonnenten reingezogen haben, hunderte von Millionen Abonnenten, aber was nutzt mir denn das, wenn ich damit nichts verdiene, ne? Wenn ich meine Ware verschenke oder zu Preisen rausgebe, die am Ende meine Kosten nicht decken, dann macht das wenig Sinn, nur in der Hoffnung, der Größte zu sein. Nun, in der Zwischenzeit kamen eben viele andere wie Disney und Co. Streaming-Dienste an jeder Ecke und alle haben sie irgendwie mehr oder weniger gute Serien und Filme dabei. Und sind wir doch ehrlich, wenn sie schon zwei, drei Abonnements haben von irgendeinem Streaming-Dienst und da kommt eine Serie auf Netflix und die können sie halt nicht sehen, na, dann gucken sie halt bei ihrem Kanal, den sie haben, eine andere Serie, die sind doch mehr oder weniger austauschbar. Ja, also ganz selten, dass mal die Leute wegen einer Serie unbedingt das Abonnement dort abschließen müssen. Naja, und irgendwann wird es langweilig, dann kündigst du das wieder. Also, das heißt, hier ist jetzt ein Hauen und Stechen zwischen den Streaming-Diensten, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, über den Preis gehen, immer noch größere, noch teurere Produktionen machen, um den anderen zu übervorteilen. Wo sollen das Geld verdienen am Ende stehen? Das heißt, da wird es jetzt erstmal ein Auskehren geben, da wird es Konsolidierung geben und da werden einige nicht überleben und andere werden derzeit zumindest mal kein Geld verdienen. Und das ist bei Netflix der Fall, die ja brutal davon abhängen. Disney hat ja noch ganz andere Themen, ne, mit seinen Parks und so was. Aber es hat ja Netflix alles nicht. Die haben ja nur ihren Streaming-Dienst und deshalb entsprechend jetzt kam die Meldung, um Gottes Willen, da wachsen. Die haben ja gar kein Wachstum. Bisher leben die nur von der Wachstumsstory. Plötzlich hört das Wachstum auf. Sie schrumpfen sogar. Sie haben ein paar hunderttausend Abonnenten verloren und kündigen an, wahrscheinlich noch weitere 2 Millionen zu verlieren. Und entsprechend die Märkte entsetzt und 30% Minus an einem Tag.